Was geht, meine Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back auf der YouTuber-Insel und heute ist das Final-Ausscheiden, wer meine rechte Hand wird, weil ich ja der neue Höllenkrieger-Anführer bin. Timmy ist immer noch eingesperrt und deswegen, was geht? Versammelte Mannschaft! Habt ihr euch schon vorbereitet? Habt ihr trainiert für den heutigen Tag? Wisst ihr Bescheid? Ach, ich hab richtig trainiert, Mann. Meine Muskeln sehen so hübsch aus. Guck mal, du hast gar keine Muskeln. Guck mal seine Muskeln an, Digga. Das ist crazy. Tja, Beule, ja, du hast halt noch keinen Höllenkrieger-Skin bekommen, weil du doch auf Probe bist. Egal, Beule, das werden wir auf jeden Fall demnächst ändern. Ich werde dir noch eine Aufgabe geben. Oh Mann. Ja, das wird anstrengend. Komm, das hin, Mann. Okay, Jungs, also wir brauchen ein großes Turnier, wo ihr euch gegenseitig um Kräfte messen müsst, damit ich sehen kann. Beruhig dich! Du musst auch natürlich Befehl gehorsam sein. Das ist auch einer der Disziplinen, ja? Richtig und wichtig. Da drin bin ich gut. Sehr gut. Komm ich mal an. Ich bin der krasseste. Ich muss die. Warte, okay, was, okay. Habt ihr Baublöcke dabei? Nein. So irgendwie ein Stack von irgendwas? Nee. Okay, dann besorgt euch mal ganz kurz hier Netherrack von draußen oder so. Kommt dann wieder, wenn ihr einen Stack habt. Ja, okay. Hey! Steinchen! Okay. Draußen, Netherrack. Was willst du denn jetzt hier? Ich glaube, ihr müsst euch mal kurz um Timmy und um Mooney kümmern, weil Timmy weint gerade voll und Mooney... Was? Also, ich würde euch raten, da mal kurz vorbeizuschauen. Was machst du jetzt eigentlich gerade hier? Das ist gar nicht gut. Tschüss, ciao. Kann ich fliegen? Tschüss. Okay, warte mal. Was ist hier los? Warum geht man essen? Was ist hier los? Kiro, die ist mir fremd gegangen. Ich bin dir nicht fremd gegangen, Mann. Du warst essen mit Pista oder wie der heißt, ey. Was lachst du blöd, Mann, ey? Das ist nicht witzig, ey! Das ist das Letzte, was ich gedacht hätte, dass ihr beiden hier drin euch an die Gurgel geht. Das ist ja einfach nur. Wann hast du eigentlich rote Augen, du Doofkopf, hä? Ja, guck dir mal an, das ist der neue Höllenkrieger-Skin. Ey, was ist das denn jetzt, ey? Alles passiert hier ohne mich. Warum Ja, richtig, Skin, schau Mann, mal, ey? Wie schön der ist. Der ist so cool. Nein! Moni, das kann er nicht mit dir machen. Den haben wir von Reini. Junge, Reini hat mir den versprochen, gell? Ich hab nichts bekommen. Ich weiß sogar, dass er deinen Skin auch fertig gemacht hat, aber du wirst ihn halt nicht bekommen, solange du hier drin bist. Mir reicht's langsam, ey. Die ganze Zeit nur auf die Schnauze von allem, ey. Guck mal, Snoopy's Skin an. Snoopy, zeig mal. Guck ihn dir an. Selbst er hat es schon. Wow, du hast deinen Helm auf, man sieht nichts, du Blödkorb. Ja, guck mich an, Junge! Na, bist du auch so krass? Bro? Ist das Julius Caesar? Was geht mit Beule? Ich lobe er noch sein Kampf. Willst du sterben, Timmy und Moni? Wollt ihr das? Halt doch auf, meine Frau zu so mit dem Schuh. Hör auf jetzt! Auch wenn wir Probleme haben gerade, bin ich trotzdem noch vor ihr. Und wie siehst du denn? Oh mein Gott! Du kleiner Blödmann, ey, zeig mal lieber deinen Skin! Guck mal, er hat auch den Skin schon vor dir, Timmy! Und Timmy hat den Skin natürlich nicht! So ist das, so ist das! Ich hab keinen Skin bekommen! Höllenkrieger, Jungs! Jungs, hört mir zu! Die gehen sich da drin sowieso gegenseitig auf die Gurgel, Alter, wir machen jetzt unser Ding weiter! Also viel Spaß euch beiden! Stimmt doch gar nicht, hey! So, wir machen jetzt unsere coole Aufgabe hier, unser kleines Turnierchen. Warte mal kurz, dass die Jungs herkommen. Ah, Beule ist schon da, oh Mann, sehr gut. Diese Scheißschweine. Hey, was treibst du hier? Ich mag's nicht, ich wollte gerade einen Totem ist schon gepoppt wegen diesen doofen Schweinen. Warum hast du die angegriffen, Digga? Das war aus Versehen. Snoopy ist auch da, sehr gut. Okay, also ihr habt jetzt jeweils alle in Stack Blöcke so zum Bauen. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, ich will nicht schon Erster sein. Ich hab gewonnen. Ja, jetzt entspann dich erstmal. So, Bus. Ich hab keinen Stack mehr wegen dir. Bus, Steinchen. Hier bist du. So, okay. So, mit diesem einen Stack. Ja, killen wir dich? Wer hat mich geschubst? Kiro, alles deine Schuld.
Hey, was laberst du? Warte, wir machen das einfach so, zack. Easy. Okay, seid ihr jetzt bereit? Ja. Ja, wir sind bereit. Jetzt mit diesem einen Stack einen Schutzwall bauen, jeder für sich selber. Was? Das ist nicht witzig. Ihr müsst einen effektiven Schutzwall bauen, checkt ihr das? Checkt ihr das, Jungs? Was ist das? Nein. Was ist ein effektiver Schutzwall? Ein effektiver Schutzwall, wenn ihr angegriffen werdet, ob ihr schnell eine Mauer aufrichten könnt, um euch zu verteidigen. Okay. Am besten... Okay. Ich hab noch nicht losgesagt. Okay, los. Ich hab... Okay. Er baut nochmal ab. So, einer geht hier in die Ecke, die anderen verteilen sich. Ja, du verteilst dich in die anderen Ecken. Okay, seid ihr bereit? Es geht los in 3, 2, 1 und los! Los. Ja. Von der Geschwindigkeit liegt Steinchen vorne. Oha, er baut hier gleich eine Festung. Boah, okay, krass. Ey. Oha, er zieht durch. Wie schaut's noch bei Boyle aus? Ich bin fertig! Oha. Das macht hier richtig alles seinen Sinn. Da kann man so durchgucken und dann so mit feinem Bogen schießen. Oha, okay. Oh, ich bin schon fertig. Okay, also... Ein effektiver Schutzwall. Du hast halt einen Bunker gebaut. Das ist nicht unbedingt ein Schutzwall gewesen. Ja, guck mal bei mir. Schnell. So, bei Snoopy, mal gucken. Guck mal, Bro, wie groß. Also, die Gegner können auf jeden Fall von außen deine Mauer einfach ganz easy besteigen. Könnt ihr nicht etwas reingehen? Ja, das ist... Und hier von innen kann man gar nicht rausgucken, also das ist... Ist das dein Ernst oder was? Also, und jetzt gucken wir gucken jetzt noch Beule an. Ja, guckt euch das an. So, bei Beule... Also, das sind sehr viele Lücken, dass man direkt gar keinen Schutz hat. Natürlich. Und was ist das hier? Was ist das hier? Bro, das ist doch kaputt, Bro. Oh, hart, Griechen. Ja, okay. Also, ja, okay, der Punkt geht fairerweise an Snoopy. Was? Das war noch ansatzweise Schutzwall. Hey! Beruhig dich! Ich hab das Beste gebaut, Kiro, nein. Du hast einen Bunker gebaut, Bro, das war kein Schutzwall. Viel effektiver. Okay, wir machen kurz alles weg. Kurz mal aufräumen, einmal aufräumen, Digi, guck mal. Beste, so, zack. So, bam. Hey, was plant ihr da? Was plant ihr da, Jungs? Was macht ihr da? Wir haben uns gegenseitig angefeuert. Wir haben gesagt, ich glaube, er schafft das. Und er hat gesagt, er glaubt, ich schaff das. Okay. Oha. Habt ihr noch genug Blöcke? So 30 Stück oder so? Oder braucht ihr? Ich hab gar nichts mehr. Warte, ich geb dir. So. Du kriegst gar nichts von dir. Ja, dann ich hab drei Blöcke. So, ja. Stellt euch mal in einer Reihe so auf. Jo. Auf einen Block. Und jetzt will ich gleich sehen, wer als erstes sich ganz nach oben bauen kann. In 3, 2, 1 und los! Los! Oh mein Gott. Los! Nein! Schau um! Gero, schau um! Ich wollte Nein, Digga, wie geil. Ey, das muss man doch mal machen, Gero. Gero, der hat geschummelt. Also, Steinchen, das ist nicht ehrenhaft, was du gemacht hast, ehrlich nicht. Disqualifiziert! Ein Höllenkrieger macht das, um einen Sieg zu kommen. Boah, da hast du eigentlich auch schon recht, ne? Wir holen uns eigentlich immer schon die besten Vorteile, aber... Ich würde sagen, jeder kriegt einen halben Punkt einfach. Es geht noch um Intelligenz, beruhig dich. Es geht noch um Intelligenz. Ja, und die hast du nicht einfach, Steinchen. Egal, jeder hat einen halben Punkt jetzt bekommen. Easy. Ja, halben Punkt, zwei Punkte habe ich. Okay. Jetzt baue ich mal kurz hier was auf, ne? Moment. Ja. Warte mal, ich habe hier... Holzblöcke habe ich hier auch noch. So. Digga, was labert ihr da? Dann bauen wir hier noch. So. Okay. Hier. Er hat mich runtergeschossen. Was? Okay. So. Habt ihr alle einen Bogen? Snoopy hatte keinen Bock mehr. Nö, ich hab nichts. Na, dann wirst du halt ja gleich einen ausleihen. Snoopy, wo bist du?
Ja, wo bist du denn? Ihr müsst euch hier auf diesen Block stellen und dann mit dem Bogen so schnell wie möglich alle anderen Holzblöcken abschießen. Ich hab keine Pfeile. Ich kann euch Pfeile geben. Ja, ich brauch einen halben Stack. Ja. Ich hab keinen halben Stack. Ja, so, das reicht aber auch, Mann. Was laberst du? Steinchen, hat sie. Steinchen gibt sie dann einfach weiter, Mann. Hier geht's auch um Teilen. So, Steinchen, du beginnst auf den Holzblock hier. Der Verlierer beginnt immer. Nein, ich beginne nicht. Steinchen, du gehst jetzt drauf. Halt mir den Schlabi. Nein, du gehst jetzt da drauf. Steinchen! Ich sagen, disqualifiziert. Du gehst jetzt auf den Steinblock. Sag bitte. Nein, das ist ein Befehl. Ja, okay, aber disqualifiziert. Tschüss. Ey, ihr seid so anstrengend. Das ist krass, das ist so krass. So, Steinchen, kriegen wir es jetzt hin? Ich kann auch anfangen. Dann fängst du an, okay? So schnell wie möglich. 3, 2, 1, los. Schlag ihn. Aha, 1. Ja, weiter. Das braucht schon etwas lang. Bro, nein. Guck mal, was der macht. Ja, mach weiter, mach weiter. Deine Zeit läuft. Ja, 2, okay, und 3, alles klar, das hat jetzt ungefähr 20 Sekunden gebraucht. Ja, aber ich wurde runtergeschossen, nein, das zählt so, nicht. So, Steinchen, als nächster, komm, let's go. Mach ich auch. Okay, und 1 und nächster, aha, boah, das war schon sehr schnell. So, ihr müsst, ich mach da nicht mehr mit, ich werde die ganze Zeit hier. Ja, was für aufgeben! Schmeiß mich runter! Bro, ein Höllenkrieger muss unter Extrembedingungen alles machen können. Ja, okay. Ganz genau. Einer muss jetzt aber Pfeil und Bogen Beule einmal ausleihen, weil der hat keins. Einfach Steinchen. Ich hab auch keinen. Hier, du hast einen Bogen. Tja, das sieht jetzt doof aus. Ja, was hast du denn? Du leider nicht mitmachen, ne? Also, Beule kriegt auf jeden Fall keinen Punkt. Und Steinchen war auf jeden Fall der Schnellste, deswegen kriegst du einen Punkt. Alter, crazy. Und jetzt, wir kommen gleich zur finalen Disziplin, Alter. Jetzt wird's krass. Wenn er jetzt schummelt, der ist schummelt. Seid ihr gehypt, Alter? Seid ihr gehypt? Hat jeder... Digga. Jeder von euch hat ein Totem? Hab kein Totem. Wieso nicht? Weil ich kein Totem habe. Du bist sehr unvorbereitet, will ich nur sagen. Gib mir den. Ja, du kriegst ein Totem. Dankeschön. So. Dankeschön. Jetzt geht es nämlich um ein 1 gegen 1. Ja, und dann, ich mein, Schwert hat keine Verbrennung. Und der Gewinner dann, ja, wir kriegen sowieso keinen Brandschaden, du Dulli. Und der Gewinner muss dann gegen den anderen noch 1 gegen 1 machen. Wer von euch will zuerst kämpfen? Ich gegen Beule. Okay, okay, krass. 3, 2, 1. Hey, du sagst das hier nicht an. Hey, du sagst das nicht an. Hallo! Es schummelt! Ja, wieder. Geh weiter auf Beule! Nein, nicht! Ah, ey, ich krieg 3! Oh mein Gott! Was ist das denn von mir? Okay, Beule hat verloren! Ja, wow! Tja, das heißt schon mal auf jeden Fall ein Punkt für Snoopy. Und jetzt müssen Steinchen und Snoopy kämpfen! Digga, jetzt? Niemand. Ich kann gerade die ganze App, Bro, du kannst Snoopy besiegen. Das ist doch voll geil. Ich kann trotzdem App. Ja, ist doch egal, let's go. 3, 2, 1 und kämpfen! Los! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, er drückt die Combo. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das gerade? Freunde, es ist zu wild, was geht hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht richtig ab. Oh. Er ist ein Apfel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das stimmt nicht. Oh mein Gott, mit Bogen. Es wird so spannend. Freunde, was glaubt ihr, wer gewinnt? Schreibt es mal in die Kommentare ganz schnell. Oh. Ja, natürlich, das ist jetzt auch ernst, bis dein Tote weg ist. Okay. Ja, weiter. Unter Extrembedingungen. Oh, ein Enderman. Das darf man doch gar nicht. Hey, kein Rückzug, ein Höllenkrieger kämpft bis zum Ende. Hallo, was macht der denn? Nein, tut er nicht. Ich schummel nicht. Ja, und du greifst die ganze Zeit an. Was kann ich dafür?
Er haut ab, Kiro. Bringt dir, bring er dir muss das qualifiziert jetzt, werden. Bringt dir das jetzt so zu Ende. Guck mal, er haut ab. Okay, Kiro. Ich... Mann, das ist für ihn. Also ich bin jetzt verwirrt, aber ich würde dir den Punkt einfach mal geben, weil du hast dich aufgegeben. Ja, weil ich bin halt krass. Ich habe nicht aufgegeben, ich habe vergeben. Ja. Ja. Was? Ja, kann er machen. Das ja, ich habe kein Wort verstanden. So, aber jetzt muss noch Beule gegen Alphasteinchen kämpfen. Stimmt, das wird glaube ich easy. Aber ich habe doch trotzdem gewonnen dann, weil ich habe ja, du hast einen Punkt. Was? Wo ist er denn? Steinchen, wo bist du denn? Er schummelt die ganze Zeit und dann sagt er erstes Steinchen, was ist los? Der hat 2 Goldäpfel gegessen und dann sagt man, das kann man nicht als Pferd ziehen, wenn man 2 Goldäpfel essen kann. Was redest du? Ihr killt mich die ganze Zeit, ihr versucht mich zu killen, ihr schummelt. Also ihr musstet natürlich ernst machen, aber egal, der Punkt ging an ihn, du kannst jetzt noch gegen Beule kämpfen. Ja. Aber ist ja unfair, wenn er mit Goldäpfel ist, hier kann ich auch Goldäpfel holen. Du hast ja Goldäpfel benutzt. Ich hab nicht mal welche Militär. Die sind alle meine Eltern. Ehrlich jetzt? Ja, du kannst ein Video gucken nachher und nachher. Wow. Sie wird geschummelt. Egal, du kannst ja noch den Platz saven, indem du jetzt gegen Beule noch kämpfst. Ja, ist ja kein Problem. Es geht los. Was für ein Scheißkampf. Hast du noch einen Totem? Ah, er hat noch einen Totem. Guck mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mal schauen, ob Beule das schafft. Wir schaffen das. Ja, was redest du? Okay, okay. Ich mach doch nicht. Beule! Ich bin der beste PvP-Profi. Oha, Beule. Okay, krass, krass. Ich bin besser als du, Mann. Ey, du bist richtig krass. Hä? Dankeschön, Snoopy. Beule, Bro. Oha. Alter. Ja. Weißt du, weißt? Was denn? Wenn Snoopy die Tage so umklatschen und dann sein Körper, weißt du, was ich mache? Ich baue ja einen Tower aus seinen Köpfen, der regt mich gerade richtig auf. Oha! Lässt du dir das gefallen, Snoopy? Sei mal ehrlich. Ah, was macht ihr denn? Hallo! Oha, oha, Beule, schreit mal da ein, schreit mal ein. Das sag mir! Sag mal denen, das ist das. Stopp jetzt! Auf Steinchen, let's go! Nein, so ist das nicht gemeint. Hallo, das darf er nicht! Oh! Okay, Jungs, es steht irgendwie fast überall Gleichstand. Ja, ich habe jetzt noch eine einzige Aufgabe und das wird wirklich entscheiden, wer meine rechte Hand wird. Und zwar, ihr müsst Timmy richtig hart brechen. Ihr müsst ihn zu weinen bringen. Ich gehe voran, ich mach das jetzt erstmal. Du läufst in die falsche Richtung. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Timmy! Ist er doch da? Hä? Hat der sich ausgelockt? Was wollt ihr, Junge? Ah, da ist er ja! Timmy, die Leute haben so... Junge, Timmy, du nicht Spinner, guck dich mal an! Du pinker Ladyman, ja! Freunde, was ist das gerade für eine Eskalation? Die wollen unbedingt meine rechte Hand werden. Das wird richtig krass. Oh mein Gott, Leute. Was geht? Hau ab, Mann! Tschüss, du Blödkopf. Da kann ich mal reden, ey. So, was ist? Weißt du was? Ja, red Deutsch! Weißt du, Timmy? Er benutzt ChatGPT. Du bist einfach komisch. Guck mal, du hast einfach alles verloren. Ja, das stimmt. Lass mich in Ruhe, ey! Timmy, weißt du, du hast Moni verloren, du hast alles verloren. Junge, was? Das ist einfach nichts jemals gab, du hast nichts auf die Reihe bekommen. Guck mal, Mann, nervst mich nicht, du machst mich gleich. Oh mein Gott! Er zerstört ihn, Alter! Timmy, du machst gar nichts. Nice! Aber ich jetzt mache ihn einfach Steinchen bitte. Timmy, kann ich dir mal bitte was sagen? Ja, was geht jetzt ab? Also, ich sag dir was, okay? Du warst dein Anführer. Ey, die sind zu stark, Mann. Hey, Leute, hört jetzt alle zu, okay? Du warst dein Anführer, der nichts konnte.
Du konntest nur rumstehen und uns nicht helfen, ja? Timmy, sag dir eine Sache. Eine Sache sage ich dir, Timmy, okay? Sei nie wieder unser Anführer. Sei nie wieder unser Anführer. Ich geh in die Ecke und wein, ja? Oh, das tut weh, Alter. Ganz ehrlich, Timmy. Hier, Bro, damit du ein bisschen mehr weinen kannst und hier nochmal was zu essen, verrottenes Fleisch, ja? Kannst gerne Dings. Ja, das stimmt. Eine Sache noch. Ja, habe ich schon von Anfang an gesagt. Eine Sache noch, Timmy. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn ich mir Moni klären würde, wie würde das aussehen so? Wie könnte ich das machen so? Freund. Wärst du sauer, wärst du nicht sauer oder... Okay, Boyle, du bist dran, Boyle, du bist dran, du bist dran. Anscheinend kannst du das ja richtig gut spielen. Nicht schon wieder. Ich sterbe, ich hab kein Auto mehr. Boyle, okay, du bist dran. Los. Okay. Timmy, du hast rosane Haare. Wusstest du das schon? Ja, merkst du selber, ne? Oh, ja, Boyle. Aua, das tut so weh. Mach weiter, Boyle, mach weiter. Du hast ein rotes Auge. Wusstest du das schon? Digga, jetzt übertreib's aber nicht. Das war das Schlechteste von Einheit, aber Terik war immer. Nein, Mann, ey. Man sieht auf mein Aussehen, ihr seid richtig eklig, Alter. Alle sind eklig, ey. Ihr wollt mich nur traurig machen. Kiro, ich hab ihn zum Ausrasten gebracht. Aber er sollte weinen. Die Aufgabe war, dass er weinen sollte. Ja, das ist dasselbe, tolle Aufgabe, Mann. Ey. Tolle Aufgabe, ja, toll, super. Ja, aber ich finde. Ich finde, Steinchen hat das bis jetzt am besten gemacht. Willst du noch mal ein bisschen was sagen? Nein, das soll am besten gar nichts mehr sagen. Soll weggehen, ey. Er ist einfach zu Timmy reingegangen. Komm her. Kleiner ekliger, ey. Kleiner ekliger. Aber Timmy, ich kann. Komm doch her. Eine Sache kann ich dir noch sagen. Ich hab dir alles genommen, was dir lieb war. Und jetzt hast du sie sogar mit Muni gezofft, Digga. Ich würde sagen, Game over. Bitte! Ich sag ehrlich, geh einfach. Du nervst übertrieben, ey. Ihr nervt alle, Alter. Ihr habt alle Vatermord begangen, ey. Wisst ihr, was? Haben wir das, Steinchen? Ist doch egal. Fühlt euch mit euren coolen Skin. Ja, fühlt euch doch. Fühlt euch doch. Guckt doch mal meine Hühnerbrust an, Alter. Stark. Oh, ihr seid so krass. Seid ihr heftig. Und du nicht. Oh mein Gott. Ja, nein, ich bin so ein Loser. Ihr habt recht, ey. Okay, Jungs. Ich guck mir dann nochmal die Footage an, ich guck mir nochmal das ganze Video an und werte dann. Ich werte dann nochmal die ganzen Punkte aus, wer meine rechte Hand wird. Was? Timmy, Kiro, darf ich noch eine Sache sagen, okay? Timmy, wo bleibt denn Quatsch hier gemacht? Warte mal ganz kurz. Habt ihr jetzt ernsthaft hier im Battle, wer die rechte Hand von einem Fake-Anführer wird? Fake-Anführer, ey? Eine Sache, wo bleibt denn dein Skin, ne? Guck mal, unsere Skins an, ne? Wo bleibt dein Skin, Timmy? Sag uns das mal, Timmy. Wo bleibt dein Skin? Wofür du so lange gearbeitet hast? Ja, alles gut, Bro. Alles gut. Lebt euer Leben. Ich sag's mal so, ich werde immer Höllenkrieger sein. Ihr seid einfach NPCs. Nicht, du bist Alpha Clan, das auch schon weg ist. Alpha Clan ist auch schon weg. Höllenkrieger willst du sein? Du bist Muni-Krieger. Du wirst alles für sie tun. Bis später. Haut rein. Ciao, Leute. Boah, Jungs. Morgen ist dann die Entscheidung, wer meine rechte Hand wird. Keiner will das wissen, wer deine komische Hand wird. Die einzige rechte Hand, du hast es. Die einzige rechte Hand, die kriegst du gerade ins Gesicht. Oh, das tut so weh. Aua. Hau rein. Tschüss. Ja, gute Nacht. Warte, ich mach sogar zu für dich. Oh, seid ihr lustig. Tageslicht ist weg. Tschüss. Nein. Oh, jetzt habt ihr mich aufgeregt. Okay, Freunde. Wir sehen auf jeden Fall, die ganzen Höllenkrieger-Jungs sind auf jeden Fall hinter mir. Ich muss eine Entscheidung fällen, wer meine rechte Hand wird. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer eurer Meinung nach am besten war. Ich weiß gerade nicht, wie ich es anders formulieren soll. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auf jeden Fall Like, Abo und die Glocke aktivieren. Let's go!